Herzlich willkommen zu einem Video zu dem Themenbereich Schöpfung. Heute geht es um die Beziehung von gläubigen Kindern, Schülern zu ihren ungläubigen Lehrern. Bei mir steht Stefan Dröke, der deshalb besonders prädestiniert dafür ist, weil er erstens Lehrer ist und war und zweitens promovierter Naturwissenschaftler. Stefan, meine erste Frage ist: Ich bin ein Schüler, der an Gott glaubt, an den Herrn Jesus und habe einen ungläubigen Lehrer. Soll ich ihm sofort sagen, dass ich nicht an die Evolution glaube, sondern an Gottes Schöpfung? Gut, das ist sicher eine wichtige Frage. Ich wäre etwas vorsichtig. Auf der einen Seite sollen wir als Christen sicherlich ein Zeugnis sein, das auch vor dem Lehrer. Das heißt, dass ich durch mein Verhalten zunächst einmal zeige, dass ich wirklich Christ bin. Das betrifft mein Benehmen, das betrifft meine Mitarbeit, das betrifft auch das Anfertigen von Hausaufgaben. Also ich sage mal diese rein natürlichen Dinge, die wir als Schüler tun sollen. Ich würde dann nicht sofort sagen: Hallo Herr Lehrer, ich bin Christ und ich glaube an die Schöpfung und bitte berücksichtigen Sie das, wenn Sie jetzt weiter Ihren Unterricht machen. Ich würde einfach dort weiter als Christ sitzen. Und wenn es bestimmte Gelegenheiten gibt, dann würde ich mich schon dazu äußern, aber ich würde damit nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen. Äußern heißt das widersprechen? Nein, ich würde nicht direkt widersprechen. Man darf eins nicht vergessen, dass der Lehrer auch in gewisser Weise eine Respektperson ist, ein erwachsener Mann, davor sitzt ein Schüler, manchmal eben auch ein erwachsener Schüler, wenn es die Oberstufe ist. Aber ich wäre schon vorsichtig und ich würde das auch in einer geistlichen, auch in einer christlichen Gesinnung machen, wenn ich eine andere Meinung hätte als der Lehrer. Gibt es ein Beispiel dafür, wo ein gläubiger Schüler mal besonders darauf hinweisen könnte, wo es Probleme in der Evolutionstheorie gibt? Ja, es gibt ja viele Bereiche in der Schule, wo heutzutage die Evolutionslehre gebracht wird. Das ist ja nicht nur im Biologieunterricht, wie das viele meinen. Das habe ich ebenfalls im Geschichtsunterricht, manchmal auch im Deutschunterricht, manchmal auch im Erdkunde- oder im Physikunterricht. Aber nehmen wir es einfach mal als Thema den Biologieunterricht. Da gibt es sicherlich Themen, wo man sich als Schüler relativ gut zu äußern kann. Und es gibt auch Themen, da sollte man besser schweigen, weil die sehr komplex sind. Ich bringe jetzt erstmal ein Beispiel für den letzteren Fall. Zum Beispiel, wenn es um die Altersbestimmungen geht, um radiometrische Messmethoden, da würde ich nicht direkt dem Lehrer widersprechen, weil das doch ein sehr komplexes, ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Argumente haben, dass wir nicht unbedingt die Jahrmilliarden brauchen, aber es ist sehr, sehr schwer, das im Unterricht auszudiskutieren, weil man doch ein sehr breites Fachwissen haben muss. Aber es gibt Themen, da haben wir sehr gute Argumente und auch Argumente, die die Schüler bringen können. Ein Thema ist zum Beispiel die chemische Evolution, das heißt die Frage, woher kommt die erste Zelle? Aber das ist jetzt zu komplex in dieser Fragerunde, da müssten wir ein andermal drauf eingehen. Ich bringe ein anderes Beispiel. Und das sind die Fossilien aus der untersten Erdschicht, aus dem sogenannten Kambrium. Und wenn es Evolution gibt, dann müssten diese Lebewesen extrem primitiv sein. Das heißt, man müsste wirklich sehen, dass sie überhaupt keine modernen Argumente haben. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bringe dazu ein Beispiel. Ich habe eins mitgebracht. Dieses Beispiel, das ich hier habe, ist eines der interessantesten Tiere überhaupt. Und vielleicht denkt man, Mann, ist das ein großes Modell, was der hier mitbringt. In Wirklichkeit ist er sogar verkleinert, denn dieses Lebewesen hier mit dem Fachnamen Anomalocaris kann bis zu 1,50 Meter groß werden. Und das ist schon die erste Frage, die man sich stellen muss. Wie ist das möglich, dass man in der untersten Erdschicht, wo das Leben gerade erst entstanden sein soll, so riesige Lebewesen findet?
Aber das Zweite, und das ist vielleicht noch viel interessanter, ist, dass er zwei sehr große Facettenaugen hat, die auf Stäben sitzen. Und diese Facettenaugen hat man interessanterweise im Fossilbefund gefunden. Und diese Fossilisierung war so gut, dass man die Linsen dieser Facettenaugen auszählen konnte. Und da war man erstaunt, dass man pro Auge ungefähr 16.000 bis 17.000 Linsen findet. Das darf man eins nicht vergessen. Eine heutige Biene hat ungefähr 3.000 Linsen pro Auge. Und das Tier mit den meisten Linsen, das ist die Libelle. Sie kommt auf 23.000 Linsen pro Auge. Das bedeutet, ich finde in der untersten Erdschicht das Tier mit den zweitbestsehendsten Facettenaugen, die wir jemals entdeckt haben. Und das spricht für mich ganz klar gegen Evolution. Und vielleicht ist das der Grund, warum diese Lebewesen in der neuesten Ausgabe von Linda Biologie in der 24. Auflage plötzlich alle verschwunden sind. In der 23. findet man sie noch, in der 24. fehlen sie. Das heißt, man kann sagen, dass moderne Biologiebücher anscheinend versuchen, diesen Problemen irgendwie aus dem Weg zu gehen, indem sie einfach nicht mehr darüber sprechen. Ja, das Gefühl habe ich auch manchmal, denn sogar die chemische Evolution, das heißt die anscheinend, oder besser gesagt der Weg, wie die erste Zelle durch Zufall entstehen kann, ist ebenfalls in der 24. Auflage verschwunden. Denn es gibt keinen Beweis für diese chemische Evolution. Es sind lediglich Möglichkeiten, wie das gewesen sein kann. Und es sind mit die stärksten Argumente, die auch gegen Evolution sprechen. Wenn du jetzt so zwei Beispiele genannt hast, die nicht in den modernen Lehrbüchern stehen, dann vielleicht zum Abschluss dieses Videos. Gibt es denn ein Lehrbuch, was du empfehlen könntest für gläubige Schüler, wo sie sich kundig machen können, was einerseits Stand der Wissenschaft ist, aber was man aus der Sicht eines Christen, eines Menschen, der an die Schöpfung glaubt, vertreten kann? Ja, da gibt es in der Tat ein sehr gutes Buch. Man könnte sagen, ab Oberstufe, vielleicht auch Biologie-Leistungskurs, aber besonders eben auch für Studenten. Und das ist ein Buch, herausgegeben von Reinhard Junker und Siegfried Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Das behandelt im Endeffekt auch das, was in den Schulbüchern behandelt wird und noch viel, viel mehr und zeigt, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, an Evolution zu glauben. Ich könnte vielleicht am Ende noch das Zitat eines Nobelpreisträgers anführen. Von Richard Smalley, er hat seinen Nobelpreis für Chemie bekommen und er hat einmal gesagt, der Evolution ist soeben der Todesstoß versetzt worden. Ja, und zwar auf der Grundlage meines Werdegangs in der Chemie und in der Physik ist klar, dass Evolution nicht stattgefunden haben kann. Es gibt also auch sehr große Naturwissenschaftler, die riesige Fragezeichen an die Evolution setzen. Herzlichen Dank für das Gespräch und auch für diese Empfehlung, die ich gerne noch einmal unterstreichen möchte. Wenn du also Interesse an diesem Thema hast, dann kauf dir dieses Buch von Reinhard Junker und Siegfried Scherer, Evolution, ein kritisches Lehrbuch. Dadurch bist du auch in der Lage, selber einmal zu sehen, wie man mit solchen scheinbaren Fakten, wie sie aus der Evolution immer gelehrt werden, richtig umgehen kann.